Satellit positioniert. Bäm, hat gelaufen. So, jetzt kommt der nächste. Das heißt, wir setzen uns jetzt mal den Moon als Target. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir den Moon hier vielleicht irgendwie reinkriegen. Ohne allzu viel wegzuspritten. Das heißt, wir können uns hier mal vielleicht hier so ranlegen. Gucken wir mal, wo der Mond ist. Das heißt, hier haben wir Ditte. Dann wäre er hier. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Wir könnten natürlich uns auch vom Mond einfangen lassen. Aber ich muss mal schauen. Hoppala, so viel Gas wollte ich jetzt da nicht rumspielen. Nee, nee. Nochmal, Add-Manöver. So, den wollte ich. Da ist irgendwas gerade gesprungen. Okay, da macht er einen Sprung drin. Warum macht er da einen Sprung? Wollen wir mal kurz mal angucken. Ah, ja, ich sehe. Ja, da will er nicht so. Das gefällt mir gar nicht. Schauen wir nochmal die Richtung an. Da war aber gerade geflackert. Wo hat er den? Da und da, okay. Da wäre auch Kontakt, Kontakt, Kontakt. Da ist kein Kontakt. Das sieht nur jetzt gerade so aus, weil er hin und her flackert. Nee, 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 das will er so nicht nehmen. Ich könnte natürlich auch hier dauernd rumorbiten, wie manch ein anderer das macht. Könnte aber mal schauen, wenn ich den woanders setze. Was passiert, wenn wir den hier nehmen? Add-Manöver. Gucken wir mal da. Das sieht nicht schön aus. Schauen wir mal auf der Seite. Na? Oh, nee, so besonders schön, ne? Nee, 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 nee. Schön ist anders. Wir haben aber auch fast die gleiche Umlaufsgeschwindigkeit. Das ist oh, nee, so toll dann, ne? Ich könnte jetzt natürlich auf der Seite hier verkürzen. Dann hätten wir die Chance, dem Mond irgendwie ein bisschen näher ranzukommen. Ich kann ja auch mal nochmal anders gucken, warte mal. Gleich würde ich sagen. Jo. Dass wir hier nochmal einen drin setzen. Wir gucken wir mal. Ich bin mal neugierig. Wir plüssen mal. Eine Umlaufbahn. Zweite Umlaufbahn. Warte mal. Hallo? Dritte Umlaufbahn. Vierte Umlaufbahn. Wo ist er hin? Wir machen drei Umlaufbahnen. Genau. Das heißt, nächste Manövernot. Das wäre eine Umlaufbahn, zweite, dritte Umlaufbahn. Gut. Dann machen wir die hier mal weg. Machen Add-Manöver. Sollen wir mal schauen. Kicken wir mal. Da will er. So lang ist nicht so toll. Halt, da haben wir was. Was haben wir denn da? Das sieht nach Kontakt aus. Das sieht nach Kontakt aus. Da haben wir doch was. Da ist doch was Kontaktiges. So haben wir den. Da kriegt er den rein. Ah, da kommen wir dann in, ja, zum Mond. Das ist doch schön. Gut. Das heißt, wir fliegen zur Manövernot, aber erstmal ausrichten. Das ist auch kaum verbrannt. Das ist nur 50,4. Das ist traumhaft. Das ist doch. So muss das doch mal sein, ne? Gut, wir sind ausgerichtet. Dann geht's zur Manövernot. Es ist ja auch sehr nah dran, ne? Ah. Da haben wir es.
Gut. Wir gehen noch ein bisschen näher ran. Auf 30 Sekunden. Na, ein bisschen noch. Und da haben wir's. Gut, dann brennen wir. Viel ist es ja nicht. Okay. Warum macht der hier so einen großen Bogen dann? Den er vorher... Ach, okay, ich sehe. Ah ja, jetzt verkleinert er den wieder. Und schön, komm, 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 komm. Und 04, 03 und 00 fast. Naja, gerade. So, flackert. Ach du Schande, wie der flackert. Wow. Hm. Dann wollen wir mal bis hier hin warpen. Warpen wir mal dahin. Und den haben wir gemacht. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir das Flackern ja, dementsprechend entflackern. Es flackert immer noch. Warum flackert der so wie wild? Das ist etwas irritierend. Wenn wir ein bisschen mehr Dampf aufgeben, flackert er auch noch wie blöde. Auch so flackert er wie blöde. Das ist sehr irritierend. Nehmen wir mal einen Quicksave. Dann geben wir mal ein bisschen Gummi. So 2-3 Gramm. Gucken wir mal, was passiert. Okay. Er hat uns, der Mond. Gut, wir werden erstmal in der Nähe des Mondes ein bisschen abbremsen. Das heißt, wir müssen ja die ganze hier drehen, die ganze Geschichte. Das heißt also, warum habe ich jetzt keine Manöver noch zur Verfügung? Da habe ich eine, da nicht. Add Manöver. Ziehen wir uns die mal hier rüber. Danke sehr. So, da werden wir mal so abbremsen. So weit sollte genügen als Markierung. Das ist ganz schön, was wir noch brennen müssen. Ne? Das sind ganz schöne Stücke eigentlich. Naja. Ich könnte natürlich auch hier schon abbremsen. Was würde denn passieren, wenn ich hier abbremse? Mal so auf Dusseligkeit. Was passiert denn dann da? Wenn ich hier abbremse, dann komme ich dann schon wieder zurück. Wie viel haben wir denn hier? Was ist denn, wenn ich hier abbremse? Da wäre ich auch ganz schnell. Und wenn ich dann hier abbremse? 300 noch was. Na, das muss schon diese Position sein da. Ne? Okay. Dann gehen wir mal ran. Wie schnell sind wir denn überhaupt? 300. Boah, das heißt, da bin ich ganz schön flott nach hier unterwegs. Okay, das heißt, auf dieser Stelle. Und dann gehen wir voll bürsten. Wir bürsten hier. Okay. Jetzt machen wir gleich einen Umkehrer. Aber wir können ja mal hier so mal der Horizontale entgegenkommen. Das heißt einmal hier 270 Grad. Und brennen mal hier. Das heißt, den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Okay. Gut. Wie viel Sprit haben wir noch? Gar keinen. Schade. Das ist blöd. Also dieses Manöver reicht dafür den Sprit nicht. Gucken wir nochmal. Wir müssten theoretischerweise nochmal anders brennen. Das heißt, wir gehen mal nochmal etwas näher ran. Probieren wir nochmal.
So. Wir kommen ein bisschen näher. Bis hierhin. Gehen auf 270 Grad Winkel 0. Schauen wir mal, wenn wir das jetzt noch manuell brennen. Ansonsten muss ich irgendwie mal ein anderes Raketenkonzept machen. Irgendwie haut das noch nie hin. So, bis dahin kommt er. Und er dreht sich. Bis die Pete. So. Wir haben noch ein bisschen Fuel drin. Das heißt, wir gehen jetzt näher ran. Noch ein Stücke. Stücke. Wir dörseln bis hier ran. Die PE. Na, Stücke noch. Und bis dahin. Jetzt machen wir Gegengesetz gebrannt. Schauen wir mal. Wir schauen. Es wird verdammt eng. Das wird wirklich verdammt eng, liebe Leute. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jetzt müssen wir echt gucken. Okay. Ad-Manöver. Bis hierhin ungefähr. Das sind 8,2 Meter. 8,2. Kicken wir mal. Das könnte vielleicht klappen noch. Na, 6, noch was. So genau muss reichen. Das muss reichen. Wir haben nicht mehr viel im Gepäck. Das haben wir definitiv nicht. So, ach je, das wird echt dünne. Das wird verdammt dünne. So, wir haben da AP. Okay, das haben wir soweit. Andere Richtung, halt. Hier schön ran. Einmal so. Gut, theoretischerweise so. Ansonsten müssen wir gleich nochmal testen. Okay, dann bis zur nächsten Manövernote. Okay, da haben wir ihn. Den setzen wir hier ran, den Kurs. Und brennen. Nee, brennen. Das könnte klappen. Oha, das ist ein verdammt enges Höschen. So, wir gucken mal, ob es reicht. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht nicht. Aha, jo. Also das war jetzt wirklich auf dem letzten Gramm Sprit gewesen. Also, yeah. Ist auch mal schön. Also hat zumindest geklappt. Es war knapp wie ein Knöschen. Aber wir haben jetzt, wie man hier sieht, komm mal her. Ja, den zweiten. Und wir haben Forschungspunkte gemacht. Sehr schön. Das heißt, den können wir einmal weghauen. Ich würde mal sagen, den Satelliten, den lassen wir oben da auch einfach kleben. Einfach mal so Memorial halt. Da ist er. Wir richten den aber noch aus. Viel passiert mit dem nicht mehr. Der hat ja auch nichts mehr drin. Hoppala. Will den andersrum haben. Einmal so rum. Na, was ist los? Kommst du? Okay. Der ist jetzt sehr leicht. Na, der hat kaum noch was drin. Dann drehen wir den mal, so dass er wirklich volle Sonne bekommt. Wir sind ja sonnenfreundlich. Okay, da hängt er. Wir nennen das ganze Ding noch um. Das heißt Rename Vessel. Das ist jetzt
Sat Moon 1. Okay, den haben wir. Dann geht's wieder nach Hause.